Was ist das? Was ist das? Sorry. Er ist ein Mann. Er hat einen Fernseher. Er bestimmt das Gesetz. Judgmental. Gerecht, aber unbarmherzig sitzt er in seiner Dachgeschosswohnung. So, mir wurde gerade Was? Hier will jemand Hilfe von mir. Okay. Okay. Wir müssen bei einem Experiment mitmachen. Wie lange geht das? Minuten? Oh, nee, das kann. Chat, das können wir jetzt nicht machen. 15 Minuten. Link an alle. Warte hier. Hier. Könnt ihr nebenbei auf dem Drittmonitor mitmachen, während wir die Folge machen, okay? Okay. So, dann gehen wir hier raus. So. Gut. Wir machen mal Spiel laden. Mir wurde geschrieben, ich soll PC 2... Nein! Kannst du bitte PC 2 anmachen? Ja. Mach ich jetzt. Hab nur 2 Monate, Monitore. Was? Du hast nur 2 Monitore und du guckst hier zu? Was? In welchem dritte Weltland schaust du denn hier rein? So, ich komme gleich wieder in meinem PC an. Nur 2 Monitore. So, wo ist ein PC 2? Hier unten. Okay, PC 2 fährt hoch. Ne, ich habe nur einen Monitor. Also einen, den ich benutze, der andere. Den hat mir Jens geschenkt, aber ich glaube, den benutze ich nicht. Also, nicht ich glaube, ich benutze ihn nicht, sondern ich benutze ihn einfach nicht. Guck auf dem Handy. Stimmt, das mache ich auch so. Ich habe manchmal gucke ich auf dem Handy. Nee, auf dem Handy gucke ich so andere Sachen. Andere Sachen. Ja. So, okay, also, die Folge, die letzte, heißt Niklas Ripp. Ich denke, ihr wisst alle, was das bedeutet. Danke, viel Spaß bei RimWorld kleiner als 3. Danke, Roboterfrau. So. Oh, Pause, stopp. So, ich mach mal Pause. Ich ändere gerade den Streamtitel. Okay, dann Spiel RimWorld. Fertig. Okay, Party People. Let's go. Also, heute eine unregelmäßige, außerordentliche Folge. Normalerweise immer sonntags. Heute mittwochs. Wir wurden in der letzten Folge Feuer. Wir wurden in der letzten Folge angegriffen von einem Mechanoiden-Cluster. Wann kommt der RimWorld No-Pause-Run? Das geht gar nicht, glaube ich, oder? Wir wurden angegriffen von einem Mechanoiden-Cluster, der hier runtergekommen ist und direkt unsere Base bedroht hat. Dann haben wir einen Helden auserkoren, der die Kolonie gerettet hat. Dieser Held, dem wir später auch noch ein Denkmal bauen werden, war Niklas. Niklas, der schon leicht dement war, ein Gebiss aus Holz hatte und im Begriff war, sich zu verlieben in Maurice, wurde mit einer Granate
in die gegnerische Base geschickt. Die Granate, die er geworfen hat, war wahrscheinlich die beste seines Lebens. War, glaube ich, auch die einzige und die letzte. Sie hat einen Fusionskern zum Explodieren gebracht, der eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Und dabei wurde die Assembly-Station, da wo die Roboter gebaut werden, zerstört. Fast zerstört. Danach haben wir noch ein bisschen gesniped mit Turi, glaube ich. Und dann gab es eine Sekundärexplosion, bei der Niklas leider vaporisiert wurde. Also wir konnten nicht mal seinen Leichnam bergen. Alles, was von Niklas noch übrig ist, ist dieser Blutfleck. Mehr gibt's leider nicht mehr von ihm. Aber es hat sich gelohnt. Wir konnten die Gefahr abwenden. So. Und jetzt sind wir hier in der Kolonie. Sind, wie immer, Chat. Was macht ihr da gerade? Was Matteo mal wieder verschweigt, ist, dass Niklas' Tod völlig unnötig gewesen ist, wenn er direkt mit Turi gesniped hätte. Das sind Lügen. Gerüchte. Stimmt gar nichts von. Wir haben Niklas genommen, weil der dement war. Und leider war der für die Kolonie nicht mehr von großem Wert. Deswegen haben wir Niklas genommen. So. Also, es geht um Chat in diesem Format. Das ist der Kolonist, den wir von diesem Planeten runterbringen können, müssen, lebend, wenn es geht. Dann haben wir Chats Ehemann, Mental, den sehen wir hier. Die schlafen auch in einem Bett, hatten in der letzten Folge auch ordentlich Sex. Dann haben wir Maurice hier, unseren Wissenschaftler, ehemaliger Wissenschaftler, inzwischen Kriegsheld mit 2 Holzbeinen, und den größten Hammer, den wir jemals in RimWorld gesehen haben. Dann haben wir Turi, in erster Linie Putzkraft, aber mit ihrem bionischen Auge ausgezeichnete Sniperschützin. Seit letzter Folge mit dabei, Annie the Dog, ist offensichtlich sehr stark. Und unsere Chefärztin in der Kolonie. Extreme Arztskills. Und dann haben wir letztes Mal Kevin G. rekrutieren können. Er durfte seinen Namen behalten nach einem Chatvote. Er ist Bohrarm Kevin, richtig. Können wir hier reingucken? Hä? Oh. Ich dachte gerade, der Bohrarm wurde ihm geklaut. Ja, er hat einen Bohrarm, mit dem er auch schon ein paar Mal in unsere Kolonisten reingebohrt hat. Aber ansonsten ein guter Typ. So, also, ich würde sagen, wir lassen erstmal hier die Kolonie ein bisschen selber arbeiten. Wir haben hier noch einen Gefangenen, den wir wieder aufpäppeln. Hier ist noch ein Gefangener. Wir versuchen, die anzuwerben. Wir rekrutieren beide. Das größte Problem, was aktuell unsere Kolonie ein bisschen bedroht, ist eine Kontrollstation von den Mechanoiden, die sich hier befindet. Wir sind wirklich am Rand des Einflussbereiches und die senden Wellen aus, die uns schlechte Laune machen, aber nur den männlichen Kolonisten. Und ich habe jetzt gedacht, in dieser Folge könnten wir versuchen, einen Außentrupp zusammenzustellen und könnten da vielleicht versuchen, die Kontrollstation zu zerstören. Aber ich bin inzwischen oben, wir können das Bett hier verteilen. Das ist das alte Bett von Niklas, das geben wir jetzt Kevin. Oh nein, ein Gefangener ist rasend vor Wut. Scheiße. Shit, was machen wir? Oh. Aber schaut mal ganz kurz, bevor wir das Problem hier klären, müssen wir dieses Problem überhaupt lösen? Matteo, weißt du noch, wo die Sniper ist? Ich weiß, wo die Sniper ist, aber die können wir nicht mehr bergen. Die haben wir letztes Mal verloren. Die Frage ist, müssen wir die Wetterkontrollstation zerstören oder können wir mit der leben? Bohrarm Kevin regelt. Ja, letztes Mal haben wir das nicht hinbekommen, weil wir angegriffen wurden. Ja, müssen wir. Ja, ja. Matteo, kein Fleisch mehr im Lager. Oh, echt? Du musst sie zerstören, 100%. Nicht Wetterkontrollstation, sondern Brumme. Ja, meine ich ja. Lass Kevin schön reinbohren. Dann
erstellen wir, glaube ich, ein Team aus fünf. Wir nehmen fünf Leute. Wir nehmen alle mit, bis auf Chad. Mental, Maurice, Turi, Annie the Dog und Kevin. Wir schicken alle fünf los, weil wir brauchen viel Firepower. Wir nehmen, wir haben einige Waffen. Wir haben hier einen EMP-Werfer, also EMP-Granatwerfer. Den können wir benutzen. Wir haben selber auch normale Granaten, mit denen können wir das, glaube ich, wegsprengen. Ich denke, das sollten wir heute machen. Das sollte heute die Mission werden. So, wir wecken mal Kevin, Turi und Annie the Dog. Hast du den Mörser eigentlich schon geholt? Mörser einpacken. Wir haben ja einen Sprengkopf, ne? Ist nicht gut, dass Annie jetzt hier ganz vorne ist, um ehrlich zu sein. Ja, Annie hat ihm eine Beruhigungsspritze gegeben. War ein bisschen viel Blei drin. Jedenfalls ist er jetzt ruhig gestellt. Stirbt er jetzt? Tod in 17 Stunden. Rechtes Bein komplett zerschrotet, rechter Oberschenkel auch. Ja, gut gemacht. Gut, Annie, nee, warte mal. Annie rettet ihn mal. Okay, der wird ins Bett gebracht. Wird jetzt auch versorgt. Ja, wird auch versorgt von Annie. Okay, das ist sehr gut. Ja, na gut, also wir werden jetzt erstmal dafür sorgen, dass unsere Base wieder reibungslos läuft. Die Stimmung von den Leuten ist auch wirklich gut, muss ich sagen. Bei Maurice liegt es aber daran, weil er noch eine Katharsis hat. Und die hält noch 1,6 Tage an. Ich würde, glaube ich, ganz gerne die Expedition direkt morgen im Laufe des Tages starten, damit wir noch mit diesem Katharsis-Boost bei der Stimmung dort ankommen. Weil wenn wir das abwarten und das hier wegdroppt, dann wird er wieder schlecht gelaunt sein. Sollte Maurice nicht noch da bleiben? Ja, aber Maurice hat ja den Hammer. Kein anderer kann den Hammer benutzen. Hast du schon Kapseln erforscht? Nee, noch nicht. Wir sind gerade bei der Forschung hier bei Mikroelektronik. Wir sind gerade erst hier, damit die Bäume kommen. Transportkapseln kommt erst danach. Wer hat wohl Maurice Freundin auf dem Gewissen, Matteo? Weiß nicht. Edope oder so? Ich nicht. Matteo, lass Maurice durchdrehen, warte, bis er sich beruhigt hat und geh dann mit der neuen Katharsis los. Dann verlieren wir mal wieder Zeit. Und jetzt sind gerade alle gut gelaunt. Schaut mal, wie die Stimmung ist bei allen. Die Stimmung ist echt gut. Ich würde, glaube ich, einfach bei Tagesanbruch jetzt... Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 8 Uhr. Ist abends? Ist 8 Uhr morgens? Ich würde am liebsten eigentlich direkt jetzt los. Geh lieber gleich. Wir haben kein Essen hergestellt. Scheiße, wir können nicht gleich gehen. Und weil wir kein Fleisch haben... Können wir auch nicht... Ist der vulkanische Winter eigentlich vorbei? Nein, ist er nicht. Wir lassen die Tiere ja gerade essen, deswegen haben wir hier sehr viel Essen verloren. Wer bleibt zurück wegen den Gefangenen? Nur Chat alleine. Die Gefangenen rekrutieren. Stimmt, das könnte vielleicht unser Plan sein, Chat. Statt jetzt überhastet loszugehen mit 5 Leuten, warten wir, bis unsere Gefangenen... bis unsere Gefangenen rekrutiert wurden, dann haben wir 2 Leute mehr. Und dann könnte Maurice vielleicht wirklich hier lassen. Obwohl ich Maurice wirklich gerne wegen dem Hammer hier hätte. Benutze den Spell von Chat, habe ich gerade gemacht. Können die Tiere nicht wieder raus? Ist doch kein Gift mehr. Ja, wir haben die Tiere nicht wegen dem Gift, also auch wegen dem Gift reingemacht. Aber der Hauptgrund war, weil die Tiere draußen verhungert sind. Weil wegen dem vulkanischen Winter... ist das Gras ja nicht gut genug gewachsen. Und dadurch konnten die nichts essen.
Aber ich wäre bereit, die Tiere, weil die fressen uns unsere ganzen Vorräte weg. Ich wäre, glaube ich, bereit, die Tiere mal da rauszuschicken, weil sonst essen die uns wirklich alles weg und dann verhungern unsere Kolonisten. Das heißt, wir verkleinern die Boomzone. Und wir lassen die mal hier rein. Sollen die hier ein bisschen essen. Und wenn die dann wieder verhungern oder anfangen zu verhungern, dann schicken wir sie wieder hier rein. Aber ich muss ein bisschen aufpassen wegen unserem Essen, weil unsere Pflanzen wachsen auch sehr, sehr langsam, weil wir wenige Sonne haben. Alle Tiere, die nicht transportieren, schlachten. Das sollte erst unser letzter Ausweg sein. Unsere Ziegen zum Beispiel, die geben ja Milch. Und Milch kann man zu Nahrung verwerten. Unser Esel transportiert und unsere Hühner, die geben ja, also die legen Eier. Die würde ich schon ganz gerne behalten. Die Hühner sind geil, ja, glaube ich auch. Du könntest auch jagen gehen. Stimmt, wir könnten mal ganz kurz schauen bei Wildtieren. Hier sind Hasen. Die könnten wir jagen. Hier sind Hirsche. Okay, scheiß auf die Hasen. Oh ja. Oh, ey, guck mal, was ist denn hier alles? Hier sind ja mega viele geile Tiere. So, lass mal ganz kurz hier reingehen. Jagen haben wir bei den meisten ausgestellt. Stell mal hier. Stell mal Jagen hier auf eine 1. Bei allen. Damit die einmal alle losjagen gehen und dann alles schnell reinholen. Eselzone ändern, sonst trägt er nichts. Stimmt. Der Esel kann ja tragen. Und wir haben ja auch einen Hund. Der Hund muss sich aber auch frei bewegen können. Weil der kann zwar noch nicht tragen, der wird noch trainiert. Aber der möchte ja Sachen essen, die nicht hier wachsen. Ich spawn nicht mal als Wildtier. Ja, also ich glaube, wie gesagt, wir haben ja die Mod, dass ihr im Spiel spawnen könnt. Ne? Hier sind ja die Leute, die jetzt schon dabei sind. Wenn wir jetzt welche totschießen, kommen ja wieder neue dazu. Das heißt, es werden dann wieder neue Leute aus dem Chat ins Spiel reingeholt. Beziehungsweise, wenn wir angegriffen werden, dann werdet ihr wahrscheinlich ja auch Tiere. Ja. Ich war letztens eins der Chinchillas. Ja. Matteo, in der Zeit, bis du die gefangen hast, passieren Dinge, andere Dinge und noch mehr Dinge. Man erledigt unangenehme Dinge, wenn es gerade gut läuft. Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Weil letztes Mal war es ja genauso. Wir wollten gerade los und dann kam hier der große Angriff. Und deswegen wurden wir dann im Zeitplan wieder zurückgeworfen. Die Musik ist gerade schön. Deine Psi-Fähigkeit von Chat wurde abgebrochen, weil der Gefangene schlafen gegangen ist, bevor die Fähigkeit ausführen konnte. Ah. Gucken, ob es diesmal klappt. Oh, wird hier Liebe gemacht? Kein Sex. Chat, was los? Oha, was ist jetzt los? Jabba the Cookie ist verwirrt. Okay, wir können auf jeden Fall den Skill anwenden. Schon mal gut. So. Der ist verwirrt und läuft nur umher. Das ist aber in Ordnung. Wurde der eigentlich gut behandelt? Ja, denke schon. Wo sieht man, was für Mods Matteo hat? Wenn du Ausrufezeichen RimWorld eingibst, dann kommt die Liste aller Mods, die wir verwenden für diesen Run. Steht auch jetzt im Chat. Dankeschön. Maurice ist überbewertet, der kann nix. Na, Maurice ist schon gar nicht, der ist schon geil und das Beste an Maurice ist halt sein Hammer, ne? Also Maurice hat schon heftige Skills hier, Nahkampf und Fernkampf. Der hat einen eisernen Wille und ist Jogger, das ist schon ziemlich geil. Problem ist, Jogger ist geil, aber er hat zwei Holzbeine, deswegen ist er bei Bewegung nur auf 60%. Später könnten wir Maurice dann vielleicht so richtige bionische Beine geben, damit er dann wieder richtig abgehen kann. Nimm ihm den Hammer erstmal wieder ab. Wir müssen mal gucken, wenn das hier jetzt abläuft in 5 Stunden. Ihr habt recht, wir sollten ihm den Hammer jetzt wegnehmen, bevor er wieder flippt.
So, wir legen. Das ist ein guter Platz für einen Hammer. Das ist echt ein guter Platz. Ey, lass mal hier eine Zone hinmachen. Lagerzone. Lager. Waffen. Alles löschen. Erlaube biokodierte Waffen. Kann man das auch nochmal ausklappen? Vielleicht legen die dann nur den Hammer da rein. Das wäre ganz geil. Maurices Tor. Ja, so ein bisschen. Das stimmt schon. Matteo, wenn Maurice durchdreht und wen haut, wie letzte Folge, benutzt er den Hammer nicht. Ah. Das heißt, wir sind eigentlich safe. Das heißt, er kann den Hammer die ganze Zeit tragen. Und wenn er dann jemanden angreift, schlägt er eh nur mit den Fäusten. Okay, das ist ganz gut. Sicher wird hier gefragt. Ich weiß es nicht. Ich verlasse mich da auf die Expertise vom Chat. Ist er nicht langsamer damit? Er hat ein paar Boni durch den Hammer, glaube ich. Er hat ein paar Boni. No Storage für Plastahl, scheiße. Wir erlauben mal hier drin Plastahl. Das müsste bei Rohstoffe sein, ne? Rohstoffe, Plastahl. Es ist eine Vorratskapsel runtergekommen. Lass mal gucken, was da runterkam. What? 176, was? Das gibt's ja gar nicht. Geil. Okay, wir haben direkt Kraftstoff geschenkt bekommen. Das ist nice, weil unsere Boomalope ist gestorben. Vor 2 Folgen. Wir haben zwar noch Kraftstoff, aber wir wollen ja hier AE-Granaten herstellen, falls sie wieder mal belagert werden. Die haben wir, glaube ich, auch hier eingestellt, ne? AE-Granaten herstellen 5 von 10, ja. Direkt Mörsergranaten machen. Ja, wir können halt noch ein paar mehr einstellen, aber die werden eigentlich noch hergestellt. Können auf 30 gehen. Kevin hat einen Rauchblattexzess. Okay, Kevin. Warum? So, bin fertig mit der Studie. An die Kanone, danke dir, dass du Leute supportest, die unseren Stream mit Mods supporten. Nice. Da ist zu wenig Kraftstoff im Lager, sonst ein Feuer wäre dann nicht 100% RIP. Was? Was? Warum kannst du nachlesen? Was meint ihr? Ist der Ambrosia-Hain links ready? Oha, 420 Kevin hier. Knallt sich hier einen rein. Schön im Aufenthaltsraum, wo alle das passiv dann mitbekommen, ne? Geil. Während Kevin sich hier ein Gibbet reinknallt, haben wir ja gelernt, das heißt so, Chat, ne? Wir sind alte Experten, wir wissen, dass es ein Gibbet ist. Vielleicht gibt es ja heute Liebe bei Chat und bei... Nee, immer noch kein Sex. Was ist denn hier los? Liegt es an Mentals Frisur? Bin ich nicht mehr sexy genug für euch oder was? Kann man schwanger werden in RimWorld? Nee, da bräuchte man eine Mod zu. Okay. Matteo, du warst noch nie sexy. Mann. Jetzt brennt uns hier vor. Wir sollten hier vorne auch Steintüren reinbauen. Strukturen. Türe aus Kalkstein. Bam. Damit hier das Feuer auch nicht reinkommt beim nächsten Mal. Lebte die Boomalope nicht sogar noch? Ja, letzte Folge hat die noch gelebt. Die hat nämlich die Mechanoiden angegriffen. Da wird aber gelöscht, ist kein Problem. Kein Sex bis zur Außenmission. Ist vielleicht ein guter Vorsatz. Damit man sein Mojo behält. Matteo ist voll die Rakete. Wäre ich weiblich, würde ich sexuellen Kontakt suchen. Lieber nicht.
So, Turi versucht die Leute anzuwerben. Wie weit sind wir denn eigentlich hier? Wie lange dauert es noch, bis sie angeworben sind? Rekrutierungschance ist bei 59%, Schwierigkeit 65. Der verbleibende Widerstand ist bei 0. Hier ist die Rekrutierchance bei 38%. Können wir nochmal unseren Skill benutzen? Ah, hier nicht. Und Jabba ist durchgedreht. Der Widerstand bei ihm ist schon gebrochen. Bei ihm noch nicht, aber er muss erstmal wieder normal werden. Ja. Danke, Nightingale. Ah. Singles wurden in Österreich offiziell darum gebeten, nur einen Sexpartner während des Lockdowns zu haben. Ja, sag das mal Gino. Was meint ihr, warum Berlin untergeht? Seitdem der darüber gezogen ist, ist alles im Arsch. Im wahrsten Sinne. Okay. Also Chat meditiert ein bisschen. Holt sich seine Skills zurück. Ich mach mal ein bisschen schneller hier. Mit Jabba the Cookie. Oh, wir haben... Geil, ist angeworben. Benno gehört zur Fraktion. Das ist nice. Okay, das heißt, wir machen das hier zu einem normalen Zimmer. Und geben das Benno. So, Chat, dann können wir mal zusammen entscheiden, was Bennos Spezialgebiete werden, beziehungsweise wer Benno wird. Oder ob er nur renoviert. Banger? War ein Banger-Joke, oder? War ein Banger... Strich bitte. Strich, na gut. Wir haben ein positives Brummen für die Frauen. Okay, das ist gut. Also, ich beschreibe mal Benno, ihr sagt mir, wer er ist, okay? Er ist... Und wir folgen ihm mal auch ein bisschen. Der schläft gerade. Hä? Okay. Er hat eine Rauschmittelfaszination, gruselige Atmung und ist Optimist. Er hat ein besonderes Talent in Bergbau, aber noch nicht viel Erfahrung. Kunst ist er sehr, sehr gut. Medizin, Doppelflamme, aber auch noch nicht viel Erfahrung. Sozial, solide. Geistige Arbeit, Doppelflamme. Andi, Lara Loft, Andi, Cedric. Ist ein Mann oder eine Frau? Eine Frau, könnt aber auch ein Mann, also könnt ihr euch aussuchen. Gnu, Andi 420. Andi, eindeutig. Mau. Künstler muss Andi sein. Okay, na gut, dann das meiste, was ich gelesen habe. Kältewelle, scheiße. Chat, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. So, erstmal wieder umbenannt. In Andi. Dann, wir haben jetzt eine Kältewelle, die ausbricht. Wir schauen mal ganz kurz, wie ist es denn hier mit der Temperaturverteilung? Ja, es ist kalt. Die Heizungen springen an. Wir haben genug Strom. Wir könnten diese... Hä? Sind die auf oder zu? Warte mal, wo ist ihr Dach? Warum reicht die Abwärme hier nicht, um das... Es erfrieren alle unsere Pflanzen. Deine Pflanzen gehen hops. Ja, ich kann noch mal versuchen, die zu ernten. Aber das wird zu spät kommen, alles. Ja, das ist RIP, Chat. Die Lüftung links. Ah, die hier müssen wir zumachen. Ja. So, da kommt er. Ist zu, das heißt, der Raum müsste langsam wärmer werden, oder? Nein, immer noch. Warum wird denn der hier nicht wärmer? Warum wird das hier nicht wärmer, Chat? Verstehe ich nicht. Hier ist doch kein Loch. Klima aus. Naja, die Klima kühlt nicht, wenn wir unter einem bestimmten Wert sind. Überlebensrationen verbieten. Sehr guter Punkt. Dankeschön. Kaputt, kein Dach. Was meint ihr mit kein Dach? Da ist Dach, oder?
ist überdacht. Macht da jemand Pflanzen? Ja, normalerweise. Ach stimmt, wir hatten hier Pflanzen früher gemacht. Wen haben wir denn jetzt drin? Bei der Feldarbeit haben wir niemanden drin. Chat Maurice. Wir könnten Annie the Dog. Obwohl, Maurice hat auch gerade keinen richtigen Job, ne? Der macht nur Hilfsarbeit. Reinigen und Waldarbeit. Ich hätte gern jemanden, der nur Pflanzen macht. Könnte das Annie übernehmen? Schmieden ist nicht so wichtig. Wir machen mal bei Annie die Feldarbeit auf einer 2. Kochen machen wir runter. Okay. Hi Mental, gibt's am Sonntag dann kein Rimworld mehr oder verwöhnst du uns diese Woche? Nee, am Sonntag gibt es kein Rimworld, weil da ist der Bonjour Marathon. Deswegen können wir es da nicht machen. Deswegen habe ich es die Woche vorgezogen. Die Ernte ist jetzt schon RIP. Ja, die Ernte ist auch RIP. Da können wir aber nichts machen, das ist normal. Unser Lager ist noch gut gefüllt. Ich würde, glaube ich, jetzt noch mal mehr Wildtiere jagen. Und zwar erstmal alles, was 0% Wahrscheinlichkeit hat. Haben wir noch größere Tiere? Wildschweine haben 2%. Oh, Wildschweine sind immer ein bisschen risky, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir jagen mal immer eins einzeln. Okay, das ist ein Waschbär, scheiße. Okay. Die Tiere hungern. Stimmt, unsere Hühner hungern. Scheiße. Ich erlaube den Tieren, sich auch in der Base zu bewegen, damit die essen können. Weil sonst verhungern die uns wirklich. Stell mir Maurice mal Jagen aus und gib Andy eine Gun. Ah, genau. Andy. Oh, Chat! Look at this. Was haben wir denn hier, hä? Ihr kleinen Schlawiner. Then check this out. Ready now? Schön rein. Hier. Hatte Sex. Plus 8. Geil. Ey, guck mal die Stimmung. Zieht euch mal die Stimmung rein. Bei Mental geht's. Also Chat hatte offensichtlich mehr Spaß heute Nacht als Chat. Ah. Nee, Chat hatte mehr Spaß als Mental, meine ich. Okay. So, dann lass uns weiterlaufen. Guck noch mal kurz die Temperaturen. Ah, das ist nicht gut. Warum reicht das nicht? Weil hier die Türen offen sind, ne? Versuchen wir die Tür hier zuzumachen, damit sie Wärme staut. Weil das hier ist offen. Was ich aber nicht checke ist, warum werden diese Räume hier nicht warm? Wie kalt? Es sind minus 22 Grad. Okay. Es sind minus 22 Grad draußen. Dafür ist es dann ja noch okay in den Räumen hier. Hier sind 14 Grad. Und die Lüftung sollten offen sein. Hier sind aber nur 3 Grad. Ich merke auch gerade, diesen Raum hier zu heizen bringt gar nichts, weil der ist nicht verbunden mit dem. Das heißt, da haben wir nicht viel von. Hier sind 2 Grad drin. Wir könnten das hier wieder anmachen. Genau, Schmelzofen habe ich gerade angestellt. Die Abwärme könnte das hier mitheizen. Dann können wir auch die Sachen weiter einschmelzen. Metallschrott einschmelzen. Wiederhole für immer haben wir das eingestellt. Naja, ist halt ein bisschen kalt, dann müssen wir jetzt durch. Stimmung in der Kolonie ist gut. Essen ist auch in Ordnung. Wir haben das Wildschwein auch schon gejagt. Hasen werden auch gejagt. Wir jagen mal weitere Wildtiere. Immer, ich würde sagen, immer ein... Oh, das ist ein Esel, das will ich nicht. Obwohl, Esel könnten wir auch jagen, ne? Wir jagen mal 3 Wildschweine, komm. Was soll der Geiz? Das wird schon funktionieren. Nee! Wie kann ich Sachen eigentlich so instant jinxen? Ich raff das nicht.
Der verblutet in 8 Stunden und der ist gar nicht angeschossen. Und die jagen Chat. Ja, gute Shots. Fuck. Okay. Problem gelöst. Nicht besonders schön, aber wir haben es hinbekommen. Hey, du Dreckswaschbär! Hier, Hexaflexagon, Pfoten weg! Ich hab den gerade selber geschossen. Snackt er da einfach direkt rein. Warme Kleidung benötigt. Ja, wir könnten Staubmäntel nähen. Hier, wir haben ja auch schon welche. Haben wir Stoff dafür überhaupt? Nee. Wir haben nicht genug Stoff. Ja, Staubmäntel. I know, Chat, I know. I know. Nee, Staubmäntel sind für Wärme. Mach Parkas. Ach so. Ja, wir haben eh keinen Stoff. Ich kann's nicht machen. Mach doch alle Türen zu. Die hier lassen wir offen für einen Angriff, aber hier ist eh ein offener Raum. Das ist nicht so schlimm. Obwohl. Ja, wir können die auch zumachen. Wenn Angriff kommt, machen wir dann. Wenn Angriff kommt, machen wir dann auf. Das Ding ist ja, es ist nicht katastrophal. Also schaut mal, wir sind hier auf 17 Grad, 15 Grad. Es ist in Ordnung. So, hier haben wir sogar. Hier haben wir 12, 12, 10 Grad, 16 Grad. Das ist in Ordnung, Chat. Und unser Aufenthaltsraum ist sogar richtig gut klimatisiert. Das ist, das geht völlig klar. Heizung, Wärme machen? Nee, ist gut, ist gut, ist gut. Oder wir könnten. Nee, es passt schon, Chat. Es ist ein bisschen kälter, aber da kommen die Leute durch. Die schaffen das schon. Die sind alle hart im Nehmen. Ist dort im Gang überall ein Dach? Nee, hier nicht. Vielleicht sollten wir da eins reinziehen. Ist eine gute. Ist ein guter. Guter Vorschlag. Ah, nee, bis hierhin. Bis hierhin und hier müsste die Abluft von der Klimaanlage. Die kommt hier rein. Da muss, darf nicht überdacht sein. Nimm Maurice den Hammer weg. Nee, haben wir gerade schon geklärt. Ist nicht schlimm. Wenn er den Hammer trägt. Weil er greift damit nicht an. Deine Kleidung ist sowohl kaputt als auch nicht vorhanden. Ja. Legendary Gecko, I know. Aber wir haben doch gerade eben schon gesagt, wir haben gerade keinen Stoff. Also nicht genug Stoff, um neue Kleidung herzustellen. Das sind nur so Reste. Wir müssen, sobald die Kältephase wieder rum ist, wieder Teufelsgarn anbauen. So, wie sieht's bei Chat aus? Der hat sich jetzt schon erholt. Turi. Noch verletzt, aber ist noch alles in Ordnung. Ich mag deinen Steinboden. Finde ihn auch gut. Flickenleder könnte man machen. Aber Chat, dann fange ich wieder an, Flickenleder zu nähen. Und dann kriegen wir aus dem ganzen Flickenleder irgendwie 2 Parkas oder so. Auch gerne mal im Schlachtraum durchputzen, sonst gibt es da wieder Lebensmittelvergiftung. Stimmt, der ist wieder mega dreckig. Es ist irgendwie dumm, das, was ich hier gebaut habe, Chat, ist schlecht. Weil der Schlachtraum ist derselbe Raum, in dem die Überlebensrationen hergestellt werden. Und dadurch sind die dann alle verdorben. Also alle haben eine hohe Chance auf eine Lebensmittelvergiftung. Wir müssten das trennen. Schlachtplatz ins Tiefkühlhaus. Und du hast Andi noch nicht eingestellt. Oh ja, okay. Also,
Schlachtplatz ins Tiefkühlhaus wäre eine Möglichkeit. Dann arbeiten die da, aber dann ist kälter. Wäre es vielleicht nicht besser, das hier umzubauen und vielleicht hier so so und dann hier aufzumachen. Warte mal, ich bin dumm, oder? Warte, ich bin dumm. Warte mal, Chat, ich raff grad nichts. Warte mal. So. Das ist scheiße gebaut. Wunderschön, oder? Wunderschön. Aber da haben wir schon mal das Problem gelöst. Ja. Da haben wir schon mal das Problem gelöst, dass die beiden Dinger jetzt getrennt sind. Warum habe ich das so gebaut? Hätte man das nicht irgendwie... So, warte mal. So. Lüftung und dann die Tür versetzen. Die Lüftung versetzen geht nicht, die müssten wir abreißen. Ich denke so. Also... Ja, das ist im Prinzip perfekt gebaut, Chat. So, Kreaturschlachten für immer eingestellt, Trockenfutter zubereiten haben wir auch eingestellt. Komm, das ist gut. Setz die Lampe nach rechts. Guter Call. Okay. Dann nehmen wir das hier raus. Ja, nice. GG. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Ich würde, glaube ich, weil das hier auch ein Laufweg ist, der oft benutzt wird, würde ich, glaube ich, ganz gerne hier alles mit Fliesen machen. Genauso wie hier. Hier. Diesen Raum hier wollten wir ja auch benutzen. Haben wir noch genug Fliesen überhaupt? Wir haben 900 Marmorblöcke und 800 Kalksteinblöcke. Bondra, dir wurde irgendein Anbaufeld gelöscht beim Umbau. Oh, das hier. War hier das Teufelsgarn drin? Psychoid. Rauchblatt. Nee, hier ist Teufelsgarn. Das ist Reis gewesen. Das war Reis. Das heißt, wir werden das hier erweitern. Dann werden wir hier ein neues Feld ansetzen. Sekunde. Anbauzone.
Och nee, komm, oder? Unglaublich. Red Bones sagt, Mantle, du hast meinen VIP unterschlagen. Red Bones, bist du dir sicher, dass du VIP gewonnen hast? Ich dachte, wir hätten dich gerippt gestern. 4 Tage VIP. Ah nee, war ja Gegenteil, obwohl du verloren hattest. Er muss Gino 4-mal eine klatschen. Gegenteil mal 2 mal 2. Schwarze Monster sagt, ich gebe meinen VIP gerne ab. 4 Tage VIP bekommt er, ja. Oh, dann kriegst du jetzt. Okay, / VIP Bad Bones. Okay. Gut. So, dann Jabba the Cookie ist rasend vor Wut. Oh Mann, den müssen wir irgendwie hier windelweich kloppen. Oder wir lassen ihn einfach ausbrechen. Warum ist er eigentlich immer so wütend? Was ist sein Problem? Ach, der ist auf Entzug. Oh nein. Fuck. Ein Rivale starb. Ich will jetzt aber keine Leute wecken. Wir nehmen Andy. Generalprobe für Andy. Let's go. Ja. 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 Andi hochgelevelt. Ah. Ja. Danke Tanrek für 16 Monate Sub. Danke Stalker. Danke Amazon Twitch LOL. Danke dir. Und danke Korean Sumatries. Xxeldron. Dankeschön. Zytan Geth. Legion 501 auch gesubbt. Danke dir. Faulenzer für 14 Monate gesubbt. Dankeschön. Mai selbst auch gesubbt, Convulsius gesubbt und Furazio hat mir schon vorgelesen mit den Subgifts. Dankeschön. Oh, wir haben gewonnen. Ja, Andy ist einfach, der ist eine Killermaschine. Ah. So, die Tür ist aber nicht zu. So, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Bevor er aufwacht, müssen wir die Tür hier bauen. Chat versorgt, das ist gut. Bau am besten direkt mehr Teufelsgarn an. Das braucht so lange zum Wachsen. Da solltest du mit größeren Ernten arbeiten, Matteo. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Call. Weil das hat echt mega lange gedauert. Wir konnten davon gar nichts ernten letztes Mal. Und wir sind ja gerade im Winter. Das heißt, wenn wir im Frühjahr dann wieder anbauen. So, das hier war ja die Teufelsgarn-Dings, ne? Wir erweitern mal die Zone und gehen mal hier komplett rein. Hä? Hallo? Warum geht das nicht? Was ist das? Das ist unser, das ist unser Rauchblatt, das wollen wir nicht löschen. Quest verfügbar, okay. So, wir gucken gleich mal nach der Quest. So, das wird jetzt hier Teufelsgarn. So, wir haben eine neue Quest. Wir schauen mal rein. Echolith,
Theodos Opkas der Fraktion Das Rote Reich versucht dich, ersucht dich, sorry, ein Denkmal zu errichten, um seinem eigenen Gesicht zu gedenken. Gut. Das Denkmal hat eine Größe von 16 mal 10 und benötigt folgende Ressourcen. Gesamtwert 846 Euro. Beliebige Ressource aus Metall, Holz, Stein. Okay, Stein haben wir genug. Und dann nochmal beliebige Ressource aus das kriegen wir vielleicht hin. Das sind so 940. Das kriegen wir hin. Falls du die Quest annimmst, musst du das Denkmal innerhalb von 19 Tagen fertigstellen. Nach der Fertigstellung musst du es über einen Zeitraum von 31 Tagen beschützen. Alter, das ist aber... Sollte auch nur ein Teil davon zerstört werden, wird ein Vollstreckungssystem aktiviert und ein Mech-Cluster in Schalke landen. Er besteht aus... Boah, Chat, das ist... Huiuiui. Das ist nicht... Also das ist mir ein bisschen viel Risiko für das bisschen, was wir davon bekommen. Das würde ich nicht machen, oder? Was sagt ihr? Sollen wir oder sollen wir eher nicht? Also, Raids ignorieren die. Also, wir bekommen halt 20 Ruf, was okay wäre. Eltex-Kappe gut und Jade würde ich nicht annehmen. Oder Ehre. Und Ehre wollen wir auch nicht. Das Einzige, was für uns interessant wäre, wäre aktuell Ruf. Ja, Chat sagt 70% nein. Okay, dann werden wir das auch nicht annehmen. Wir trashen das sofort. So. Okay. So, unsere Mission ist ja eh eine andere. Wir wollen ja... wir wollen ja den Mech-Cluster zerstören, der uns den Brummer da beschert hat. Deswegen... Wird hier der Boden schon gebaut? Ja. Wie sieht's bei Maurice eigentlich aus? Seine Stimmung ist low, weil sein Liebhaber, das schwarze Monster, gestorben ist. Es läuft aber gleich ab, Chat. Wir haben gleich unseren alten Maurice wieder. Das sind nur noch ein paar Stunden, dann ist der Maurice wieder voll auf dem Damm. Okay, das ist gut. Risikozusammenbruch extrem bei Andy. Was ist denn bei Andy los? Starke Schmerzen, müde, starker Entspannungsmangel, wurde beleidigt, in der Kälte geschlafen, eklige Nahrung, beschädigte Klamotten. Das ist doch sein Zimmer, oder? Andy hat ein richtig schönes Zimmer. Warum ist er so schlecht gelaunt? Wie sieht denn ein Tag bei ihm aus? Er legt sich in die Krankenstation. Ah, er wurde ja verletzt bei der Schlägerei, ne? Okay, ist aber komplett versorgt. Erholung steigt jetzt auch gerade. Okay, und Jabba hat sich auch schon wieder erholt. Können wir hier nochmal Chat benutzen mit dem Wort des Vertrauens? Ja. Wie ist jetzt der Widerstand? Der verbleibende Widerstand bei ihm ist 0,0. Okay. Mal gucken, ob wir den angeworben bekommen. So, inzwischen, Andi liegt noch im Bett. Stärke und Schmerzen werden auch bald weggehen. Stärker Entspannungsmangel, das müsste auch bald weggehen. Es gibt ja hier Möglichkeiten, irgendwie hier für so Zeitvertreib. Wir haben hier den Schachtisch. Hufeisenspiel haben wir irgendwie abgebaut, oder? Wo war das? Weiß ich nicht. Lassen wir so. Lass den noch durch den Entzug gehen. Lass den erst seinen Entzug machen, vorm Rekrutieren. Andis Entspannung einstellen. Ach, das war das Problem. Wir haben es bei ihm gar nicht eingestellt. Bei einigen haben wir es nicht eingestellt. Okay, super. Ja, ich glaube, ihr habt recht. Bei Jabba the Cookie machen wir es folgendermaßen. Gefängnis, dann machen wir hier Reduziere Widerstand. Und wir werden ihn dann... Boah, Mann, so welche hätte ich gern als Haustiere. Also als Tiere in der Kolonie. Hatte ich aber noch nie.
Also die anzuwerben ist halt extrem riskant. Die sind halt echt heftig. Was jetzt mit dem Kraftstoff? Der wurde doch schon geborgen, oder? Kraftstoff wurde schon reingeholt. Der müsste hier sein. Ja. Wir haben insgesamt fast 400 Kraftstoff. Und 33 Joints. Jagen. Ja, lass mal reingucken. Wildtiere. Es gibt nicht mehr viele. Nur noch Bumalopen. Was ist denn das hier? Eine Schildkröte. Und die Alpha-Trumus. Es gibt kaum Tiere mehr. Wir jagen nichts mehr. Die verhungern bei dir doch. Ja. Gleich fackelt die Basis ab. Warum? Wegen dem Kraftstoff, den wir hier lagern? Nee. Oh, wir können das hier aber aufbauen. Den zweiten Mörser. Ja, den setzen wir hier hin. Kill die Trumbos? Nee, oder? Kühlschrank ist gleich leer. Wir müssen aufhören, Überlebensrationen zu machen. Wir haben 50 Stück schon. Oh, das sind auch die letzten übrigens, die gemacht werden. Okay. Gut. Also, ich würde gern ein System haben. Es wäre geil, wenn man was testen könnte. Also wenn man das irgendwie so machen könnte, dass man sehen könnte, welche Überlebensrationen verdorben sind. Ist es ein No-Pause-Speedrun? Ja, Hiri, stimmt. Spielen seit 7 Minuten. Sind gleich durch. Die Tiere fressen alles weg. Ja, was soll ich machen? Hier draußen ist nicht genug Essen für die. Müssen wir die Tiere töten? Die üppigen Mahlzeiten? Ja, ich weiß. Meint ihr... Oh Gott, wir verhungern wirklich gleich, ne? Wir pausieren die mal. Fuck. Wehe, du tötest uns. Sagte die Ziege, während sie meinen Reis isst. Ja, wir könnten die rauslassen aus der Base. Ja, wir machen mal die Tiere alle in die Tierzone. Dann können die draußen essen. Die Kältewelle ist vorbei. Okay, das ist gut. Guck mal nach dem... Kevin ist verwirrt. Temperaturen sind sehr gut. Wir können das hier wieder schließen. So, wo ist denn Kevin, der verwirrt ist? Was macht er denn? Er läuft ein bisschen verwirrt umher, okay. Hast du schon die Comms-Konsole? Du meinst das Funkfeuer, mit dem man andere Schiffe anfunken kann? Nee, haben wir noch nicht gebaut. Danke, Hassel, für 16 Monate Sub. Ich glaube, dich hatte ich noch nicht vorgelesen. Aber Tanrek hatte ich vorgelesen, oder? Stalker auch, ja. Glaube schon. Dankeschön. So, lass wieder hier reingehen. Es forscht auch keiner. Stimmt, Niklas war letzter Forscher. Vielleicht sollten wir wieder Maurice einstellen zum Forschen. Beziehungsweise wäre es denn der... Der beste Forscher wäre Mental. Was? Really? Wir müssten jemanden nehmen, der sonst keine Aufgaben hat. Maurice hat Aufgaben, Chat auch. Andy. Andy. Leute, Andy. Ich glaube, das ist ganz gut. Machen wir wirklich alles raus bei ihm. Und dann ist Andy unser Forscher erstmal. Ja, Mann, forscht uns alles weg. Guck mal, er geht direkt dran. Wird das die berüchtigte Progress-Folge, von der wir immer geträumt haben? Spamsel hat gesubbt und sagt, Hauke sagte einst... Du verdienst es, der erfolgreichste Streamer zu werden. Deshalb kommt hier mein Sub. Bamsel Love. Das ist super nett von dir und von Hauke. Hauke verdient es nämlich auch.
Also ob ich selber verdiene, weiß nicht genau, aber mag Hauke als Mensch sehr. Aber sagt ihm das nicht, weil es dann unangenehm ist. Ihr wisst schon, ne? Dass es so gut läuft, ist verdächtig. Finde ich auch. Oh, warte mal ganz kurz. Wir haben eine neue Quest. Okay. Trevor Trev Austin, Ratsvorsitzender der Fraktion Butin, hat uns eine Botschaft geschickt. Er möchte mit uns an einem nahegelegenen Ort ein Gespräch führen. Vielleicht können wir so unsere Beziehung zu dieser Fraktion verbessern. Die sind feindlich, Chat. Und Geschenke erhalten. Aber Vorsicht, ein schlechter Unterhändler kann mehr Schaden als Nützen. Nutzen, oder? An mehr Schaden als Nützen und sie sogar verärgern. Sollen wir da jemanden hinschicken, ja oder nein? Weil, erstmal gucken, wie weit ist es weg? Das ist, wir sind hier, man müsste die Straße laufen und dann nochmal ein bisschen hier rein. It's a trap, aber die meisten sagen eins. Wenn du jemanden guten hast. Also ich glaube, am besten bei uns ist Mäntel, den werden wir aber nicht schicken, weil wir wollen unseren Ehemann nicht verlieren. Andi wäre auch gut. Ich würde Andi schicken. Ja. Ich würde Andi schicken, Chat. Der ist entbehrlich. Annie the Dog sehe ich jetzt erst gerade. Cooler Name. Ja, Chat hat sich Chat ausgedacht. 7 ist mehr, aber nur 7. Hä, ist 7 so schlecht oder was? Sollen wir Mäntel schicken? Ey, wir können Mäntel schicken. Aber das, ihr verliert vielleicht euren Sexpartner, Chat, ne? Mann, Mäntel ist aber eine Bombe. Zieht euch den mal rein. Der hasst Frauen? Hasst Männer und ist faul. Ich meine, zieht euch den mal rein. Kann es einen besseren geben oder was? Der ist komplett OP. Warum haben wir den eigentlich dabei? Was mit dem? Na gut, okay, wir schicken also Chat auf diese Mission. Okay, na gut. Eieiei, das kann ja was werden. Wir schicken ihn direkt los, okay? Wie wäre es, wenn wir den Schlafsack abbauen und ihn dem mitgeben, damit er, falls er schlafen will oder kann oder so, kein Storage für den Schlafsack. Können wir den hier storen? Ist der bei hergestellt? Nee. Das ist bestimmt irgendwie Objekte. Wo könnten wir das finden, Chat? Konstruktion wahrscheinlich, oder? Möbel. Safe Möbel. Ja. Okay. Schön, dass der Run heute endlich RIP geht. Meint ihr, der... Oh Mann, also wenn Chat stirbt, dann wird's echt unangenehm. Der Esel! MVP-Esel. Dann haben wir echt ein Problem. Okay, wir machen das jetzt direkt, Chat. Wir machen das direkt. So, wir planen eine Karawane. Wir wollen hierhin. Akzeptieren. Wir nehmen Mäntel. Waren. Wo ist der Schlafsack, Chat? Ist er vielleicht hier? So, Schlafsack ist drin. Kräutermedizin nehmen wir 5 mit. Hühnerei nehmen wir keins mit. Milk auch nicht. Überlebensration nehmen wir mit. 5. Wir hätten jetzt erlauben müssen, scheiße. Das machen wir aber hier über das Menü. Okay. Oh, wir müssen ihn der Base auch erlauben, oder? Man sollte auf Karawanen immer mindestens einen Nahkämpfer mitnehmen, falls ein Überfall kommt. Ach, der Mäntel, der rennt weg. Geht auch so. Jo, wie, das geht auch so. Mach ich auch immer so. Echt? Mach mal entsenden.
bestätigen. Und wenn ich das jetzt erlaube, nimmt er das dann mit? Kann der Esel nicht den Mäntel begleiten? Ja, aber sollten wir zwei Esel auf eine Außenmission schicken? Ist, glaube ich, nicht gut. Er nimmt's mit. Er hat's mitgenommen, Chat. Hat funktioniert. Ich denke, ein Esel reicht. Der wird es schaffen. Okay, so, Mäntel zieht los. Ob das was wird, ne? Und Gegenstände mit Rechtsklick. Was? Es waren nur 5. Ja, 5 reichen. Er kann noch Bären sammeln und er wird nicht lange unterwegs sein. Der wird nicht lange unterwegs sein. Ich sag, der schafft das. Ist diese Aufgabe noch da? Wann lief die ab? Was meint ihr? Welche Aufgabe? Können wir auf der Weltkarte kurz... Guck mal, wie schnell der ist. Zieht euch mal rein, wie schnell der ist. Straße ist mega OP. Da ist kein Essen mehr da. Wo ist kein Essen mehr? Kaum Essen. Er baut uns in der Base. Ja, wir sind am Verhungern im Prinzip. Shit. Was mache ich denn jetzt? Wildtiere... Umalopen können wir auch nicht essen. Wir können die Hasen hier jagen. Und die Schildkröte. Wir müssen, glaube ich, wirklich die Alpha-Trumbos jagen. So, wurde geholt. Geheime Rimworld-Folge. Ja, komplett geheim. Haben wir nur im Briefing angesprochen und im Plan geschrieben. Aber es wusste niemand. Umalopen jagen, kann man die essen? Höchste Prio hat Nahrung pflanzen. Es ist noch... Nee, ist gar nicht mehr kalt. Stimmt. Okay, die... Guck mal, es wurde hier alles angepflanzt. So, wer ist denn unser Pflanzenboy? Anni. Ich nehme sie mal bei Jagen raus. Hilfsarbeit auch raus. Und sie soll nur Feldarbeit machen. Das ist ultra wichtig. Unten in der Menüleiste Wildtiere anklicken. Da ist Jagen am einfachsten. Unten in der Menüleiste Wildtiere anklicken. Und dann? Hä? Also dann hier so klicken oder was? Best. Oh, erfolgreich! Pock! Mental OP! Passt Männer und Frauen, ist faul. Kriegt trotzdem hin. Die Friedensgespräche waren ein Erfolg. Die Delegierten haben ein neues, einvernehmliches Verständnis bei mehreren grundlegenden Problemen erreicht. Beziehung zur Fraktion Butin hat sich um 60 Punkte verbessert. Dein Unterhändler Mäntel hat 6000 soziale Erfahrungspunkte gesammelt. Die Beziehung zur Fraktion Butin hat sich verbessert. Sie sehen dich jetzt als neutrale Fraktion an und werden dich nicht mehr angreifen. Geil. Nice. So, Weltkarte. Und zurück geht's. Okay. Babonja, du könntest mit dem Dorf Handel treiben. Ich habe nichts mitgenommen. Ich habe nichts mitgenommen. Ich kann da nichts handeln. Ich habe weder Geld noch Güter dabei. Geiler Typ, dieser Mäntel, ja, auf jeden Fall. Okay. So, dann. Ich würde gerne diese beiden Schlafplätze entfernen. Damit hier der Eingang freier ist. So, Anni, guck mal, wie geil. Anni baut die ganzen Felder an. Ich denke, wir haben jetzt eine kurze Durststrecke, also Hungerstrecke.
Wir könnten versuchen. Die essen gerade das hier, ne? Können wir trotzdem noch mehr jagen? Die Trumbus sind übrigens weg. Wir jagen nochmal das Eichhörnchen. Bei den Bumalopen, die kann man trotzdem essen, oder? Bitte Karawane für Essen. Was? Greif jetzt die Max an, dann kannst du die Rationen essen. Oh, das ist, glaube ich, ein geiler Call, oder? Dann müssen wir nicht mehr hier essen. Wir essen dann die Rationen auf dem Weg. Wir warten, bis Mantel zurück ist, dann starten wir die nächste Expedition und greifen die Max an. Essen schon, aber die explodieren die nicht beim Sterben. Ja, aber wir sind ja weit weg, oder? Bondra, viele deiner Runs scheitern oft daran, dass du deine Kolonisten keine Rüstung gibst. Bau denen mal dringend Helme und oder Schutzwesten. Ist das der Grund, warum meine Runs scheitern? Bin mir nicht sicher. Ja? Okay, Chat scheint sich einig zu sein. Ja. Ja? Okay. Ja, wir müssen es aber erstmal erforschen, oder? Oder kann ich die hier bauen? Wo baut man die? Helm herstellen. Sollen wir mal Helme bauen? Wie viel Stahl habe ich denn? 17, reicht das? Wir bauen mal zumindest Helme, damit der Kopf geschützt ist. Fünf. Und wir sollten dann hier einstellen, Metallschrott einschmelzen. Haben wir aber schon. Brauchen mehr Metall. Du wurdest mal von einer Ratte zerstört. Ja, und von einem Eichhörnchen und mal von einem Hasen. Und einmal von 26 wilden Pumas. Karawane ist eingetroffen, nice. Schaut ihn euch an, der Held. Der Held des Tages. Hier. Mit seiner Prinz-Eisenherz-Frisur hat er den Tag gerettet. So. Sind alle zurück, Maurice hat aber schlechte Laune. Obwohl, die bessert sich gerade. Nee! Maurice ist schon wieder am Flirten. Was ist denn los bei ihm eigentlich? Er hat zuerst, hat er hier Theresa, a.k.a. das schwarze Monster, angeflirtet. Die ist uns dann weggebrannt in so einer Zwischenschleuse. Dann hat er Niklas angeflirtet. Der wurde dann vaporisiert bei dem Angriff auf die Mac-Basis. Und jetzt flirtet er mit Annie the Dog. Das bedeutet, Annie wird als nächstes sterben. Oh je, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Warte mal, was? Steht es bei Annie auch? Verrottende Leiche gesehen mal 11. Warum? Hier? Keine Ahnung. Na gut, aber trotzdem, Maurice' Laune ist noch in Ordnung. Ich würde trotzdem jetzt die... Wir geben mal Andy den EMP-Granatwerfer. Und Turi hat er die Sniper, Maurice den Hammer, Mantel. Wir sollten Granaten auch mitnehmen. Wir nehmen Kevin mit und geben ihm die normalen Granaten. Essen ist immer noch ein Problemo, sagt das Huhn, Ambe. Ja, aber wir bauen ja gerade an. Und hier ist noch ein bisschen was. Lass uns mal Bumalopen jagen. Ich meine, was soll schon schief gehen, Chat? Was soll schon passieren? Schlachte doch die Hühner. Nee, die Hühner wollen wir erst schlachten. Die Hühner wollen wir erst schlachten, wenn wir da wieder viele von haben. Warum pflanzen sich die Ziegen eigentlich nicht vor?
Antwort. Was ist bei den Ziegen los? Mögen die sich nicht oder sehen die sich nicht oft genug? Warum ist hier ein Pilz angepflanzt? Oh, und es kam eine Vorratskapsel. Bitte, bitte essen. Hä? LOL. Ja, nehme ich. Double Kill in 5, 4, 3, 2. Was habe ich mit. Warum schießt Turi auf die am Boden liegenden. Ach so. Weil die explodieren. Oh nein. Und nächste Explosion. Wurde gepatcht. Okay. Das ist ja krass. Da können die auch voll den Schussskill trainieren. Okay. Krass, dass sie genau an den Rand der Explosion gehen. Oh, Chat jagt jetzt hier auch. Krass. Das finde ich ja geil. Das heißt, Boomalopen jagen lohnt sich jetzt voll. Hä, wo kamen die denn her? So, Holz haben wir noch genug. Die Hühner rennen hier drum. Verbrennen die. Wir sollten, glaube ich, vielleicht wirklich. Guck mal, wie geil. Wir haben voll viel Fleisch jetzt auf einmal. Wie nice. Und hier wird sogar angepflanzt. Und Anni macht das hier auch. Anni und Chat sind jetzt hier voll am Pflanzen. Das ist nice. Also. Ich will's nicht jinxen, ne? Aber unsere. Augen zu, Chat. Mach die Augen zu. Da gab's grad Hühnerliebe. So. Boomratte wurde auch hier. Scheiße. Nice. Okay, wurde gefixt. Nicht so viel Reis, der hat doch kaum Ertrag. Ja, aber Reis geht am schnellsten. Also, wir haben hier oben Mais angebaut. Hier haben wir den Teufelsgarn. Hier haben wir Kakao. Hier haben wir... Ja, wir könnten... Nee, ich will schon Mais anbauen, Reis anbauen, damit wir den schnell haben einfach. Nackte Kolonisten. Warum ist Chat nackt? Forschung abgeschlossen. Super. Was machen wir als nächstes? Biokraftstoff. Wechselkleidung. Benötigt Hightech-Labortisch. Wir müssen also erst einen Hightech-Labortisch bauen, bevor wir hier reingehen können. Prothetik. Wir könnten in die Prothetik reingehen und dann Beinprothesen für Maurice machen. Rüstung erforschen wollt ihr? Wo sind denn die Rüstungen, Chat? Wo sind die Rüstungen? Schutzrüstung, hier. Plattenrüstung, schaltet frei. Benötigt Forschung. Hä? Warum geht das nicht? Gesperrt. Voraussetzung nicht erfüllt. Ich muss Plattenrüstung erst erforschen. Wo ist die? Hier. Okay. Maurice hat auch schon zwei tolle Beine. Ja, hast du recht. Aber wir wollen ihm noch bessere Beine geben, die auch nicht kaputt gehen, wenn da mal ein Holzwurm drin ist. So, was ist mit ihm eigentlich? Haben wir seinen Widerstand eigentlich gebrochen? Oh, Rekrutierungschance ist nicht besonders hoch. Sein Entzug ist bei 87%. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Die Leichen der Besucher vielleicht mit einem Husky in die Futterhalle schaffen. Ach, die Leichen. Leichen, sorry, hab mich verlesen. Ja. Also die sind nicht mehr zu genießen.
Die sind leider ungenießbar, deswegen wir schaffen die einfach hier hinten auf den Haufen, damit die nur gesehen werden, wenn die da drin sind. Wir könnten allerdings hier so einen Raum bauen, damit das nicht gesehen wird, wisst ihr? Also so eine Menschenhalde sozusagen. So. Wann gehst du los? Wie viele Rationen haben wir? 46. Stimmung ist solide bis gut. Okay. Scheiße. Okay, mit wem boxen wir denn jetzt wieder? Kein, mit dem wir... Wir wollen mit allen mitgehen. Chat muss diesmal ran. Maurice und Hammer? Ne, der benutzt den ja nicht. Chat. Nase gebrochen bei Chat. Prellung rechte Schulter. Bruch rechte Schlüsselbein. Bruch Schienbein. Der ist wirklich ein ganz wilder. Belasten. Ja, dann kann er nur nicht schnell laufen, oder? Attackieren kann er trotzdem genauso schnell. Was spricht eigentlich gegen ein Krematorium? Wir wollten ein Krematorium bauen, nur aktuell weiß ich noch nicht genau. Da brauchen wir viele Steine für, die hätten wir. Also könnten wir versuchen. Warte mal, versorgt er sich selbst? Scheiße. Dem Chat fehlt übrigens ein Daumen. Inspirierte Operation Andy. Oha. Matteo, wolltest du nicht nachschauen, warum Chat nackt ist? Ich glaube, weil der Parker hier kaputt ist, oder? Weil der ist ja eigentlich nicht nackt, dem fehlt nur eine Hose. Aber wir haben gerade keine. Die sind nur schlechte Klamotten. Haben wir eine Hose, die okay ist? Ich sehe zumindest keine. Hat keine Hose an. Ja. Stellst du den zweiten Mörser auf? Der ist aufgestellt. Wir haben hier beide aufgestellt. Also ich wüsste nicht, mit wem wir operieren sollen. Oh nein! Warum? Andy the Dog hat seine Wut auf Andy fixiert. Sie wird Andy verfolgen und beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war durchnässt. Also, war Maurice durchnässt? Oder was? Scheiße. Jetzt beleidigt sie hier rein. Also je nachdem, wie krass jetzt die Stimmung kippt, müssen wir vielleicht ein bisschen noch warten mit der Außenexpedition. Regenschirme erforschen. Oh nein. Was ist denn mit Andy und Annie? Die hassen sich ja. Der Chat kümmert sich um Annie. So, die schlafen. Wisst ihr, was fehlt in der Kolonie? Drogen. Obwohl, hier oben sind Joints. Warum werden die nicht benutzt? No storage. Wir brauchen ein Drogenlager. Wir brauchen ein Lager. Hier. Machen hier rein unser Drogenlager. Lagerzone. So, Lager. Alles löschen. Wo sind Drogen? Bei hergestellt wahrscheinlich, oder? Hergestellt Drogen. Let's go.
Okay. Den Gefangenen rekrutieren. Wir schauen mal rein. Der ist 92% Entzug. Der braucht noch ein bisschen. Und sein Widerstand ist zwar bei 0, aber die Rekrutierungschance ist nicht sehr hoch. Wir warten noch, bis der Entzug durch ist und dann wird rekrutiert. Lol, der Gefangene heißt so ähnlich wie ich. Ja, aber ist trotzdem jemand aus dem Chat. Haben wir jemanden im Chat, der Jabba the Cookie heißt und einen, der Jabba the Jabba Wookie heißt? Was ist aus den anderen beiden Gefangenen vom Sonntag passiert? Der eine wurde schon in die Base, in die Kolonie aufgenommen. Das ist er hier. Ist jetzt inzwischen heißt er Andy. Und der zweite ist Kevin. Der ist aber letzte Folge schon dazugekommen. Ah, okay, dachte, ich hätte vergessen umzustellen. Nee, nee. Nee, nee. Die haben wir bekommen. So, ist Anni noch schlecht gelaunt? Sie hat eine Katharsis. Stärkere Schmerzen, wurde beleidigt. Wann läuft das ab? 1,2 Tage. Anni wurde 8-mal durchbeleidigt. Hat ein minus 28 Debuff. Nice. Wird der Psycho-Brummer stärker mit der Zeit? Dieser nicht. Der Langstrecken-Brummer wird nicht schlimmer. Andy und Anni Drogen erlauben. Stimmt. Wobei Andy hat ein Rauschmittelinteresse, ne? Das könnte nach hinten losgehen bei ihm. Ey. Wie krass können wir eigentlich predikten? Andy dröhnt sich mit Rauchblatt zu. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war, wurde beleidigt. Lol. Und jetzt ist da hier die Ration oder was? Lul. Oh Mann. Schön hier ein Gibbet reindrehen und danach hier die Essensvorräte plündern. So kennen wir ihn. Na gut. Oh nein! Ach fuck, wir hätten das Kifflager hier nicht machen sollen. Jetzt raucht er hier hinten in dem Lager, heimlich. Wollen wir nicht mal losziehen? Nee, so nicht. Also, wenn die schlecht gelaunt sind, verletzt sind und Drogen nehmen, noch nicht, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Aber gleich. Sobald Andy sich einbekommen hat und Andy wieder laufen kann. Linkes Auge herausgeschnitten, das war aber nicht neu, ne? Okay. So, also Andy erholt sich. Oh Mann, der wird doch abhängig, oder nicht? Wie sieht man denn, wann der abhängig ist? Scheiße. Der knallt. Der hört nicht mehr auf. Er knallt jetzt hier einen nach dem anderen rein. Och nee, ey. Jetzt hat er sich, guck mal, der ist jetzt völlig breit, hat er sich jetzt einen Esel hier angeguckt und jetzt geht er nochmal einen rauchen. Wo geht er jetzt hin? Ja, komm, nochmal einen, hä? Komm, ja. Ja, schön, schön. Mhm. Jetzt schön was essen. Ja, ja, klar. Das ist eine Babyziege, geil. Und schön schlafen gehen. Yes. Okay, wurde angepflanzt. Ja auch, nice. Hat er jetzt Hunger? Ne, was stand denn da? Achso, weil er gestört wurde im Schlaf. Andy erholt sich noch. Ich hoffe, sie ist gleich durch. Also wenn Andy ist jetzt wieder über dem Berg. Sobald Andy jetzt laufen kann, also wenn Andy sich vollständig erholt hat, dann würde ich die Expedition starten. Das wurde beleidigt, läuft in einem Tag ab. Aber die Katharsis geht drüber, die geht länger, oder? Ja, das wäre kein Problem. So, Anni ist geheilt. Das bedeutet, wir formen jetzt die Karawane, Chat. Und gehen los. So, also, Doppelklick. Wir erlauben das hier. Weltkarte. Karawane formieren. Wir wollen
Wo ist denn das Ding? Nee. Das ist es, ne? Ja. So, wir wollen hier hin. 0,4 Tage Reisezeit akzeptieren. Oh Gott, wir nehmen mit Andy, Maurice, Annie the Dog, Kevin G. Mental und Turi. Den Mörser? Nee. Da kommen wir durch den Schild nicht durch, dachte ich. Ich dachte, das war das Problem, oder? So, dann Reisevorräte. So, Überlebensration nehmen wir mal alle mit. Oh nein, ich habe das nicht umgestellt. Ah, oh Mann, das nervt. Das ist so blöd, dass man das nicht einfach kurz umstellen kann. Abbrechen. So, hier rein. Zuweisung. Üppig bei allen. Weltkarte. Karawane entsenden. Hierhin. Akzeptieren. Alle bis auf Chat. Chat. Reisevorräte, das hier nicht. So, 0, 0. Die nehmen wir alle mit. Kräutermedizin nehmen wir 15 mit. Waren. Keine. Drogen mitnehmen. Weiß nicht. Ist Drogen im Krieg? Ja. Hast du die Helme schon? Nee, wir haben keinen Stahl gehabt, um die zu bauen. Das Labor vorstellen mit sterilen Fliesen. Ja, I know. Das wissen wir. Mehr Medizin. Also ihr meint, wir sollen Drogen mitnehmen. Okay, wir nehmen, wie viele Joints nehmen wir mit? 10, mehr nicht. Okay. Ja, Waffen haben wir, Essen haben wir, Medizin haben wir. Wir könnten ein bisschen mehr Medizin. Wir gehen mal auf 20, aber mehr nicht. So, dann würde ich sagen, entsenden. Ah. Schlafsäcke haben wir leider nur einen. Bestätigen. Mörser mitnehmen, wie gesagt, mit dem Mörser kommen wir nicht durch den Schild durch, wurde letztes Mal gesagt. Deswegen machen wir es ohne. So, auf geht's. Wie klein ist denn diese Ziege? Mit EMP-Granaten schon. Doch, du kommst durch den Schild. Durch. Der Schild ist nur gegen Bodenprojektile. Also, echt jetzt? Mit EMP das Schild lahm. Wir lösen es so, wir kriegen das hin, Chat. Kriegen das schon hin. Der Mörser mit der Superbombe geht durch den Schild. Wir kriegen das doch so hin. Wir müssen da doch keine Atombombe draufballern, oder? Wir heben uns den Antimaterie-Sprengkopf auf für zu Hause als Verteidigung. RIP, 6 weitere Kolonisten. Nein, nein, nein. Macht euch mal keine Sorgen. Warum werden die nicht... Warum ziehen die nicht los? Ah doch, die sind schon unterwegs. Hier ist eine neue Quest verfügbar. Eine 32-jährige Eintopfhüterin namens Ripley kontaktiert dich aus der Nähe. Sie ist mit einem Raumschiff auf einem fremden Planeten abgestürzt. Dort sind Eier. Diese Eier sind geschlüpft und haben einen Parasiten in den Körper ihrer Astronautenkollegen gelegt. An Tag 2 ist beim Essen aus dem Bauch eines... Ripley wird von irgendeiner Bedrohung verfolgt, doch sie ist nicht bereit zu sagen, worum es sich dabei handelt oder wann sie eintreffen wird. Ferner ist sie nicht bereit, dir mehr über sich selbst preiszugeben. Läuft in 6 Stunden ab. Boah, warum gerade jetzt?
Drei Sterne Schwierigkeit. Sieht man das? Wo sieht man das? Drei Sterne. Ist nicht viel, oder? Sollen wir versuchen, das mit Chat zu schaffen? Nur Ripley und Chat alleine. Chat hungert. Sind zu viele. Extrem halt. Was meint ihr? Drei Sterne ist extrem? Wirklich? Drei Sterne Quest ist heftig. Aber wird zu schwer. Zu viel für dich. Herausforderung angenommen. Aber mal drüber. Ach du Scheiße. Eins ist normal, zwei ist hart, drei ist extrem. Vier ultimativ. Ich habe da nie drauf geachtet. Wir haben einen intakten Fallengang. Wir haben Mörser mit Munition. Wir haben schon VIP oder RIP laufen. Was, wollen wir live den Start von SpaceX sehen? Nee, ich will selber eine Rakete bauen. Schaffst du vom Micromanagement eh nicht mit zwei Fights. Okay, dann machen wir machen jetzt finaler Vote. Ihr entscheidet. Sollen wir annehmen, ja oder nein? Ihr entscheidet es einfach. Ich nehme einfach das, was ihr mir sagt. Easy. Okay, das ist fucking knapp. Es tendiert ganz leicht zu ja, aber viele Leute sagen auch nein. Hui, 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 hui. Ja, gut, mit 54% nehmen wir das an. Da habe ich falsch gemacht, ne? Gut. So, die sind hier. Gehen zurück zu Chat. Wann kommt sie an? Jetzt. Ripley ist eingetroffen. So, sie ist hier. Erstmal gucken, wie gut ist sie. Sie verweigert nichts. Merkmale, eifersüchtig und neurotisch. Das ist schlecht. Nervenzusammenbruchschwelle plus 8%. Aber arbeitet schneller. Ist auch eine gute Handwerkerin. Pflanzen auch gut, kochen auch gut. Ey, das ist gar nicht so bad. Ist aber nackt. Hier, bestellen Sie mal ein. Kann damit hier die Feldarbeit erstmal übernehmen. Kochen eigentlich auch. Und maybe reinigen. Okay. Dann Zeitplan. Lassen Sie ruhen und wir stellen Sie in die Menschenzone ein. Wollen wir direkt eine Waffe geben? Ich glaube, ich keine schlechte Idee, wenn sie direkt eine Waffe hat. Oh, aber was für eine? Ich glaube, so eine normale Uzi einfach. Haben wir eine Uzi, die hier, die normal ist? Und sie, wir brauchen ein Bett. Und Chat verhungert gerade, meint ihr? Nee, es geht noch. Und hier ist auch noch genug Essen drin. Warum glaubt ihr, dass sie verhungern? Beide in die Base-Zone. Ah, okay, wir können die mal in der Base. Das ist ein guter Call. Wir lassen die beide in der Base-Zone. Und Pasta einstellen bei beiden. Das war, glaube ich, das. Ja, Pasta ist eingestellt. Dankeschön. Dann brauchen wir einen Schlafplatz. Wir können vorübergehend das hier zu einem normalen Bett machen. Für Ripley. Okay. So, die werden hier ankommen. Das ist erstmal der Hauptkampf. Der wird gleich stattfinden. Tür. Die hier. Ja, nee. Lies Ripley nochmal durch, was den Schlafplatz angeht. Warum?
neidisch auf Chats Schlafzimmer. Ah. Scheiße. Weil sie eifersüchtig ist. Sie braucht ein krasseres Bett. Okay, da müssen wir gleich nochmal ran. Wir müssen jetzt gucken, wie... Oh mein Gott, was? Ureinwohner der Fraktion Ulokam-Vereinigung sind in der Nähe eingetroffen und nähern sich aus unterschiedlichen Richtungen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Okay. Hier sind 4 mit Bögen. Hier sind nochmal 4 mit Bögen. Hier sind 3 mit Bögen. Das wirkt machbar. Ne, mörsern will ich die nicht. Wir schaffen das mit dem Fallen alleine, glaube ich. Wir haben ja genug Defense. Wir haben ja genug Defense. Wir müssen nur die Tür hier aufmachen. So, ist die Karawane angekommen inzwischen? Nein. Mörser. Tiere in der Base. Ah, stimmt. Wir sollten die Tiere in die Base... Oder in die Boomzone. Das sind, ja, sehr, sehr gut. Ja, die mörsern. Ich weiß es nicht. Wir könnten... chillen hier noch. Okay, lass mal versuchen zu mörsern. Vielleicht können wir schon ein paar rausnehmen. Okay. Wir laufen, aber da treffen wir gar nichts. Obwohl wir schießen... Oh, und die Karawane ist... Oh, fuck. Jetzt müssen wir wirklich gleichzeitig kämpfen. So, Mörsern, die laufen. Wir wasten nur Schuss. So, die Karawane ist eingetroffen. Schlafen die? Okay. Chat. Wenn wir uns hier reinschleichen, was wäre jetzt der beste Call? Loch in die Wand und den Brummer kaputt hauen. Er hat den Mörser vergessen. Welchen Mörser habe ich vergessen? Wir haben gesagt, wir nehmen den extra nicht mit. Den kaputt machen und abhauen. Mörser. Wir haben den Mörser nicht mitgenommen extra. Mit allen ran an die Wand. Näherungssensor oder nicht? MacBake. Dämmerlicht. Haben die einen Näherungssensor? Ich sehe den nicht. Also ich will von hinten ranschleichen. Die Tür claimen, reingehen, versuchen kaputt zu hauen. Matteo, starte gleich mal den SpaceX-Stream. Das wird hoffentlich ein historischer Moment. Was ist denn da? Die starten eine Rakete. Was ist an der Rakete anders als an allen anderen Raketen, die davor geschossen wurden? Bake ist ein deutsches Wort, Matteo. Backe? Mega groß. Die Rakete ist extra schnell. Das wird nichts. Nichts. T-minus. Neueste, größte, geilste Rakete. Ist kein historischer Moment. Die testen nur das Spaceship. Die schicken Trump zum Mars. Nix außer gutes Marketing. Ja, Ich mach jetzt hier mal weiter. Sag mir Bescheid, wenn irgendwas Wildes passiert. So.
Ich werde es versuchen mit Kevin, weil der hat Granaten. Und ich sehe, glaube ich, keine Sensoren. So, während das hier passiert, werden wir hier angegriffen. Also das hier läuft ganz gut. Die kommen den normalen Weg. Hier unten kommt die andere. Wollen die sich hier durchgraben? Das wäre ein Problem. Okay, währenddessen muss ich aber... Ich habe gerade Angst bekommen. Ich dachte... Okay, der erste Trupp von drei flieht. Das ist eine Überwandlüftung. Erstmal geht nur die Lüftung kaputt, oder? Dann bleibt die Wand erstmal bestehen. Okay. So, die kommen rein. So, drei sind direkt gestorben, vier sind gestorben. Einer flüchtet. Sieht gut aus, Chat. Es sieht wirklich sehr gut aus. Das dauert ein bisschen länger. Das dauert ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Wenn der nicht aufwacht, läuft das gerade gut. So, okay, der nächste Angreifer kommt. Das ist nur noch hier einer. Ja, also bei uns zu Hause. Oh, nee! Okay, der will ra... Oh, nein. Hier ist zum Glück Doppelwand. Hier haben wir ein Problem. Kommt jetzt der Twist? Die Rakete brennt. Machen kurz eine Pause. Könnt ihr mir einen Streamlink schicken? Streamlink? Der wäre es gewesen. Der wäre es auch gewesen. Der wäre es auch gewesen. YouTube Stream SpaceX. Die doch gut aus. Also die fliegt stabil. Aber ein Triebwerk ist hier ausgefallen. Man sieht es hier. Trotzdem die beiden. Hey, wie krass, dass es mit zwei Triebwerken einfach genauso weiterfliegt. Rechts unten hat gerade gebrannt. Okay. Das ist Reservetriebwerk. Okay. Guck mal genau hin. Das brennt da. Oh, oh! Da hat es gerade richtig gebrannt. Ja, hier kommt Rauch. Hier ist so Rauchentwicklung. Keine Ahnung, was das bedeutet. Sie kippt. Nee, die öffnet sich. Was macht... Guck mal hier! Oh, oh. Kommt die in Schräglage? Hier oben sieht es aus, wenn sie ein bisschen in Schräglage kommt. Das sieht auch ein bisschen schräg aus, aber das ist ja schwer zu sagen. Falls jemand Leute, also falls Leute gerade neu einschalten, ich habe RimWorld durchgespielt. Wir starten gerade vom Planeten.
Das ist unser Raumschiff gerade. Wir versuchen gerade den Planeten zu verlassen. Sieht gut aus. Jetzt brennen die aber nicht mehr. Die haben sich wieder gefangen, oder? Oh, ich hab's gejinxt. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Rip. Rip. Wo kommt die jetzt runter? Ach du heilige Scheiße. Die ist im freien Fall. Das ist nicht intended, oder? Das ist nicht intended, dass sie einfach so jetzt wieder runterkommt, oder? Nee, kann nicht sein. Die müssen die jetzt sprengen, bevor die aufkommt unten, oder? Sprengen die die? Nee. Was machen die mit der? Ja, ist ja ein Test. Da ist ja keiner drin. Sie landet selbst. Ja, wisst ihr, wie krass, also was mich noch mehr beeindruckt als die Rakete, ist diese Kamera, die das so krass trackt, dass das einfach genau immer zentriert ist. Wie krass muss diese Kamera hier sein? Sie fliegt, ist ein Space Shuttle 2.0. Ah, landet noch. Alles CGI. Aber also, hier hat man das Gefühl, die ist gerade im freien Fall und stürzt ab. Hier wirkt das aber wie ein ganz normaler Flug. Ich kann es euch gerade nicht sagen, ob die ab... Doch, die schmiert ab. Die schlägt gleich auf. Hier oben sieht man es. Die schlägt gleich auf. Okay. Und jetzt... Ja. Zünden die wieder? Die zünden wieder. Was? Wie Pock ist das denn? Das ist ja... Was? Oh. Ist aber gelandet. Da habe ich falsch gemacht, ne? Ja, aber sah geil aus. Sah kurz richtig geil aus. Mhm. Gut. Wie Matthäus Rimworld Run. Ja, stell dich mal vor, Chat wäre da drin gewesen. Da wäre es vorbei gewesen. Okay, nice. Hat sich doch gelohnt einzuschalten. Danke, Chat. Hätte ich nicht gedacht. So, weiter geht's. So, jetzt der Twist bei unserer Rakete. Ripley hat zugegeben, wovor sie geflohen ist. Ripley war auf der Durchreise, als sie auf Riesling Bacchus, Anführer der Fraktion Ulokam-Vereinigung, stieß, welcher krank am Wegesrand lag. Ripley beleidigte Riesling, als sie sie mit einem Dachs verglich. Boah, heftig. Nun haben Rieslings Ureinwohner ein Lager in der Nähe... Nein. In der Nähe errichtet, um dich zu schikanieren. Nee! Was? Was? Sie berichtet, dass dort eine Sonnenblockiermaschine ist, welche die ganze Region mit einem Schatten überdeckt und zwei schlafende Mechanoiden in der Nähe sind und möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung lauert. Ja, Rip, was ist denn das für eine Verarschung gewesen? Da haben wir uns ja richtig selber ins Knie geschossen. Ach Mann! Wir lösen hier das Problem und jetzt ist das da. Fuck. Okay, na gut. Feuer.
Was? Oh Mann, das ist Andys Zimmer. Mann, so, Chat stellt sich hier hin. Ripley macht die Tür auf. Dann sagen wir der Tür, sie soll offen bleiben und Ripley geht aus der Schussbahn. Der schießt auf Chat. Du Sau. Hä? Hä? Hat er einen Wallhack? Okay, wie schwer ist die Verletzung? Nicht super schwer. Wir müssen dieses Loch aber schließen. Obwohl, wenn die Tür zu ist, ist eigentlich auch safe. So, okay, das haben wir gelöst. Sind hier noch Angreifer? Die hier rennen weg, die rennen alle weg. Okay, sieht gut aus. Es sieht gut aus. Dann, wie schaut es jetzt hier gerade aus? Kritischer Alarm bei Ripley. Vorratskapsel kam runter. Wir schauen mal, was kommt hier runter. Mit dem Hammer rein. Ne, wir haben es ja gleich. Maurice ist schlecht gelaunt. Tür zu machen, warum? Okay, der Brummer ist zerstört. Können wir die Teile hier noch mitnehmen? So, dann wählen wir die alle aus. So, Kampfmodus rein, raus. Hi, Leon. Direkt zur Sonnenlampe und die auch abreißen? Nein, 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 auf keinen Fall. Nimm die instabilen Energiezellen mit, die geben viel Strom. Das sind tickende Zeitbomben. Die kann ich außerdem nicht mitnehmen. So, wir machen jetzt hier. Boom. Karawane neu formieren. Es sind immer noch Gegner in diesem Gebiet. Ja, können wir nicht an den Rand? Okay, fuck, wir können scheinbar nicht an den Rand laufen. Okay, die essen was. Puri? Was machst du? Nee. Nee, nee, nee. Was machen die alle? Andi schläft. Okay. Okay, so, Karawane steht. Wir nehmen die Karawane und laufen direkt wieder zurück. Das machen wir beim nächsten Mal, Chat. So, wir bringen die Karawane jetzt zurück, gehen in unsere Base, lassen hier laufen. Das Zeug holen, was du getaggt hast. Nee, lass ich liegen, lass ich liegen. Toller Fortschritt. Hä? Das war ein krasser Fortschritt, Mushweed. Was willst du? Ich hab den Brummer zerstört, der unsere Base bedroht hat seit 3 Wochen. Funkanlage bauen, muss ich erst erforschen. Das ist nur ein unnötiger Weg. Was meinst du mit unnötiger Weg? Hä? Das ist doch der schnellste Weg nach Hause. Warum ist der unnötig? Du verhungerst. Never. Die kommen gleich an und hier haben wir genug Essen. Wip oder Rip nicht vergessen. Ja, gleich, wenn die angekommen sind, ja? Aha.
So, die Karawane ist eingetroffen. Es sind alle da. So, die kommen jetzt hier in die Base. Wovon, wo kommen die? Von hier. Nice. Okay, sobald die in der Base drin sind, haben wir es geschafft. Oh, die ganzen Leichen hier. Scheiße. Die räumen wir beim nächsten Mal weg. Okay, stopp. GG. Okay, wir haben das geschafft, was wir uns für heute vorgenommen haben. Das ist sehr, sehr gut. Speichern. Brummer-Rip. So, ist gespeichert. Dann drehen wir jetzt noch schnell das Rad von der WIP- oder RIP-Wette. Und dann bin ich fertig. Dann könnt ihr mit Leon Spaß haben. So, lass mal hier open. WIP oder RIP öffnen. Shuffle, shuffle. Für wen drehen wir nochmal? Weiß noch jemand den Namen? Ich glaube nicht, oder? Matteo, ha? Eine gute und eine schlechte Neuigkeit. Dann also, die guten. Dann sag mir nur die guten. Also die schlechte ist, was? Wir müssen das VOD heute leider löschen. Warum? Trotz dieses Modes von Cyberpunk, wo extra keine urheberrechtlich geschützte Musik drin sein sollte, ist trotzdem in ein oder in zwei Szenen Musik drin, die nicht geschützt ist. Oh, Chat. Aber ja? Dadurch, dass wir das jetzt wissen, werde ich später einfach ein Highlight erstellen ab deinem Segment und dann fliegt nur Cyberpunk raus und der Rest bleibt erhalten. Voll das ist die gut. gute Nachricht. Oha, voll schlau. Bedeutet, an alle Trimworlder müssen halt, dass wir die dann per Highlight nachgucken und können ja. nicht normal den Fast Progress machen. Ja, okay, gute Lösung. Gut. Ja, hätte Cyberpunk fast Trimworld gerippt. Ja. So, erstmal, wir haben gedreht, ist mal zwei. Das heißt, einmal mal zwei aufgeladen. Dann schaffen wir noch mal. Alles wird verdoppelt. Oh mein Gott. Oh, noch mal. Was? Zwei Wochen. Oh mein Gott. Das wäre fast noch mal zwei gewesen. Holy shit. Okay, aber ich weiß nicht, wie der hieß. Weiß noch jemand, wie der hieß? Irgendwas mit B. B und 06 oder so? Der wird es jetzt nicht mehr zeigen, Matteo. Nee, der wird nie wieder sagen, wer es war. Ich finde, Barracuda 03. Barracuda 03 war es, glaube ich, wirklich. Barracuda 03. Okay, danke schön. Gut, dann bitte ein Mod. Barracuda 03 für zwei Wochen in Sekunden. Ja, hatten wir heute schon mal. 1,21 mal 10 hoch 6. Also für 1.210.000 Sekunden bitte Barracuda 03 timeouten. Er wollte es aber so. Er wollte es so. Ja, Barracuda ist er, da ist er auch. Wir sehen uns, Leute. Ja, mach's gut. Wir sehen uns nach Weihnachten oder kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten. Stimmt, warte mal, zwei Wochen? Ja, am 24. Knapp. 24. Ja. Wenn es heute, ja, stimmt, stimmt. Okay, Timeout bis Weihnachten, wir sehen uns dann. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, erst ja, wieder ist ein Weihnachtsgeschenk, mit dem Chat dann drin. Ja, okay, das war's von mir. Ich bin raus, mach kurz hier Outro und dann geht's weiter mit Leon. Tschüss. Er ist ein Mann. Er hat einen Fernseher. Er bestimmt das Gesetz. Judgmental. Gerecht, aber unbarmherzig sitzt er in seiner Dachgeschosswohnung.